Hallo liebe Zuschauer, willkommen in der Reiferbahn-Sporthalle zum Regionalligaspiel der A-Jugend von Post Schwerin gegen den HC Empor Rostock. Haben wir das voll drauf? Und das Spiel beginnt. Ballbesitz Empor Rostock. Und die erste Parade durch die Nummer 12 im Tor von Post Schwerin, Erik Kühnau. Aber der Pass kommt nicht an und so ist es wieder Ballbesitz für die A-Jugend. Das hat sie in Rostock. Und der Versuch eines Kreisanspiels von Benny Holz. Und Rostocks Mittelmann mit einem schwachen Wurf über das Tor, Christoph Köhn. Ballbesitz, Post Schwerin. Und wieder ein Fehlpass auf Seiten von Post Schwerin. Es bleibt nach 2 Minuten hier beim 0:0. Und da setzt sich die Nummer 8, Benny Holz, durch zum 1:0 für den HC Empor Rostock. Und der erste Wurfversuch von Konrad Lange auf Seiten von Post Schwerin.
Und der Versuch von Konrad Lange von der Außenposition scheitert am Torwart von Empor Rostock. Johnny Hagen. Ein schöner Block nun von Bosch Barin und der Konterlauf über die Nummer 11. Konrad Lange erfolgreich abgeschlossen zum 1:1. Und der Wurf der Nummer 17, Tobias Scheel, geht deutlich am Tor vorbei. Und nun wieder Angriff, Post-Schwerin, A-Jugend. Und schönes Anspiel an den Kreis auf Jan-David Jesse. Zur Führung für Post-Schwerin, 2:1. Nun gelbe Karte gegen Jan-David Jesse im Trikot des SV Post-Sperrin. Und schöner Block durch Hannes Lemke. Alex Wirth macht Scheel da fest. Zeit ist angezeigt. Das Anspiel an den Kreis funktioniert nicht. Es gibt eine gelbe Karte gegen die Nummer 4, Alex Wirth, für Post Schwerin. Und das Zeitspiel ist wieder aufgehoben worden durch die Unparteiischen. Und da setzt er sich dann doch durch, Benny Holz, zum 2:2. Wieder ein Versuch eines Kreisanspiels von Rudolf Schulz. Aber die Rosser können blocken, Freiwurf, Post Schwerin. Und nun die gelbe Karte gegen Christoph Köhn. Wegen Haltens. Und Fehlpass auf Rostocker Seite und der Schmeriner Konter läuft über Jan, das wird jetzt, der wird böse gelegt von Tobias Scheel.